So, herzlich willkommen zurück zum unerwarteten Teil 4. Der Georg hat sich noch mal breitschlagen lassen und hat gesagt, wir machen noch. Und unsere Zuschauer und Gäste und Stammtischler sind motiviert. Also deshalb drehen wir noch gerne eine Runde. Freue mich, wenn ihr wieder alle mit dabei seid. Jetzt kommt ein bisschen Stimmung rein, als Gefühl. Jetzt wird es spannend. Danke, dass wieder alle mit dabei seid. Der Georg stürmt auch rein. Hoffentlich hat er noch genug Hamster und Internet. Hab schon Magenschmerzen vom Lachen. So lange bist du noch gar nicht da. Jetzt stehen die Leute erst auf. Ja, jetzt werden sie alle munter. Ich weiß es, das ist sogar relativ spät. Ich hoffe, dass der Georg wieder mal seine Hamster ankurbelt. Bei mir steht Warten auf Georg Tschöschner. Unabhängig. Morgen ist die Nicola Buchner zu Gast, die Geschäftsführerin des Verbandes der Sommeliers Bier. Am Freitag ist der Bierdoktor zu Gast. Auch das wird spannend. Jetzt hat er eine Anfrage gesendet. Über was ist heute schon alles gesprochen worden? Ui, das ist, also zu dem Thema ist, der ganze Stammtisch ist ab morgen dann auf YouTube, könnt ihr euch alles so nachschauen. Der Martin Fulz sagt, er hat schon Magenschmerzen vom Lachen und ebenso kurz, ich bereue schon, nicht früher da gewesen zu sein. Ja, Jetzt mit wird's Minus lustig, halt. ja. Ja. Ja, genau. Jetzt Ne? stürmen sie alle rein. Ist ja lustig, also so um 10 rum geht es dann immer los. Kommen die guten Fragen, ist das Publikum interaktiv, sind die Stammgäste interaktiv? Aber es freut mich auch, wenn du willst um 9 Uhr ins Bett gehen, willst um 10 Uhr sagst, jetzt machen wir nur eine Runde. Das freut Ja. mich und ehrt mich natürlich auch. Aber Meine jetzt. Frau kennt mich erstens und weiß auch, dass sie sich dann selber beschäftigen kann. Ja. Ne? Und wenn es mir gefällt, und das ist ja das Schöne, warum funktioniert auch meine Ehe? Ne? Weil meine Frau nicht irgendwie genervt oder sonst was, sondern einfach sagt, wenn es schön war, dann ist ja gut, wenn es einen Gefallen hat, und dann ist er halt nicht daheim. Ne? Also Toleranz ist bei uns schon Dings, und wenn es passt oder sonst was oder einfach hocken bleiben oder natürlich muss ich morgen wieder raus und Ding, aber ja gut, ich verschmerzt mir. Ne? Aber Mein wenn der erster Marin voll Termin, morgen ist um 5 Uhr und den darf ich nicht verpassen. na, nee, da muss ich auch raus, aufs Ja, Bieseln. darum darf ich den nicht verpassen. Ja, genau. Ja, Ne? So ist es. genau. Ne? Naja. Eine Frage noch, die ich zuerst versucht habe zu stellen, aber die dann irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Meininger Verlag, Ja. Braukunst Live. Ja. Was ist denn die Zielsetzung? Warum hat der Meininger Verlag die Braukunst Live übernommen? Und was ist die Zielsetzung? Und du sagst, Arschlecken 350 oder 360 oder was weiß ich, wie es heißt, das passt da nicht hin. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wofür hat der Meininger das übernommen? Macht er das, um mehr Geld zu verdienen? Weil dann braucht er einen Stand wie Arschlecken 360. Oder gibt es andere Zielsetzungen, dann ist aber der Stand wieder falsch. Also, oder hat er es nicht gewusst, was die machen? Oder was weiß der nie? Keine Ahnung. Und das ist die Frage, die man sich vielleicht stellen sollte. Was. Ja, Jetzt ich gehen wir glaube, zwar ein bisschen rundum, aber das war zuerst das, ja. Also ich glaube, es wäre natürlich komisch anzunehmen, dass ein Meininger Verlag kein Interesse am Geld verdienen hätte. Ne? Das ist ja auch nicht verwerflich. Das soll ich da nicht, das soll ich in den falschen Fuß Genau. kriegen. Also das zum einen, und ich glaube, dass er die aus dem Weinmarkt raus, der ja, sagen wir mal, relativ geordnet ist. Ne? Da war irgendwann einmal vor 10, 11, 12 Jahren die sogenannten jungen Wilden, ja. Aber das war alles beherrschbar, und es waren auch
welche raus aus den alten Weingütern. Die Jungen haben es dann anders gemacht, aber ich glaube, das war alles irgendwo ganz normal und ganz beherrschbar und ganz normale Wellen. Aber diese Craft-Bier-Geschichte ist zu jung, zu wild, zu veränderlich. Ich glaube, dass er gar nicht so richtig gewusst hat, worauf er sich da einlässt, ne? Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite berechnen, also das einmal zur einen Ehrenrettung. Und ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass er mit dem Meininger Bierprämierungen, mit den Meininger Veranstaltungen und mit der Übernahme von solchen Veranstaltungen, eben wie der Braukunst Live, auch eine Monopolstellung erreichen will. Ne? Deswegen habe ich ja auch, ich sage das auch ganz offen, dem Craft Beer Magazin von Boris Georgiev auch wieder ein bisschen die Stange gehalten und habe das geteilt, weil ich eine Vereinsamung am Meininger Craft Beer Himmel, wenn ich jetzt da so böse bin, ich sehe da dass das nur noch von einer Meinungsrichtung dominiert werden könnte. Ne? Ist Also ja auch spannend, das Thema. Was noch was denkst, wie viele früher Craftbeer-Magazine beim. hat es einmal gegeben? Wie viele waren da alle am Horizont und sind wieder verschwunden? Ist ja auch so ein Thema. Ja, ne? Und ich denke, dass das der falsche Weg ist, die Vielfalt abzuschaffen in der journalistischen Ganz wurscht bei Richtung. was, ganz wurscht. Und vor allem, wenn es so dominant ist wie bei Meininger, dass er also bei den Prämierungen, bei den Veranstaltungen und in der Journalistik so dominant ist. Ne? Und deswegen müssten wir froh sein um jeden Unabhängigen, der noch dazu spielt. Ich habe auch jetzt eine zwar kleine, aber Anzeige werde ich machen, um das Craft Beer Magazin zu unterstützen. Meine erste bezahlte Anzeige übrigens im Craft Beer Bereich, weil ich denke, dass wir da alle eine Mitverantwortung haben, dass diese Vielfalt nicht monoton wird oder dann irgendwann natürlich. Es ist wie bei Google irgendwo, ja? Don't be evil und jetzt können sie also alles lenken und leiten und sonst was. Ne? Und je mehr Macht du ihnen gibst, je mehr Leute aufgeben, je mehr sie dominieren, umso weniger, glaube ich, dominieren dann in ihrer Zielsetzung die guten Aspekte, sondern umso mehr können sie dann abschöpfen. Ja, und ich glaube da nicht dran, dass er nur das Gute sieht, sondern dass er durchaus eben einen Markt beherrschen will, sonst ist vielleicht auch kein Geld zu verdienen. Ja, aber in diesem Triumvirat das Wort, die Medaille, also die Ehre und die Veranstaltung, Das. Brot und Präsentation, Spiele. das ist ein monopolistischer Geschichte. Der hat ja nicht umsonst ein fast sterbendes Kind gekauft in Aber München. du hast mir ja die Antwort schon vor gefühlt 5 Minuten gegeben, also alles andere war für mich nur Zugabe. Ich habe das schon mit der ersten Aussage verstanden, wo die Reise hingeht. Und der Martin schreibt da, Meininger hat sich mit seinem Posting neulich selbst ein riesiges Bein gestellt. Bin gespannt, Ja, wer dann noch als Judge hingeht. Ich kenne das Posting nicht. sowieso. Der Markus Raubach ist ja auch einer, der, sagen wir mal, relativ tolerant ist, aber der hat auch sofort dem Meininger die Gefolgschaft irgendwo aufgekündigt als Judge und alles, weil solche Sachen, ich kann das nicht beurteilen, ich weiß nicht, was auf Facebook gelaufen ist, ich hab's verfolgt, aber ich kann aufgrund mangelnden technischen Wissens jetzt nicht sagen, war es ein Fake oder war es nicht. Also meiner Meinung nach natürlich nicht. Ne? Aber so kann man sich einfach als jemand, der Craft Beer irgendwo auch oder so einen Verlag leitet, so kann man sich nicht präsentieren. Ne? Also
Das kannst du irgendwo, wenn du fünf halbe hast und haust einen raus und dann sagst du das Wort psoffene Geschichte oder sowas, Das ne? geht nur in Also Österreich. Stopp, 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 stopp. Das geht in das geht nur in Österreich. Österreich. Ja. Jetzt Ja. muss ich kurz sagen, jetzt stürmen sie einer, die ganze Prominenz. Der Jens Zimmermann ist da, Biersommelier Dresden. Der Jens hat halt einen virtuellen Stammtisch mit den Toll. Biersommeliers gemacht. Bierbegeisterung, Wächlers Super. sind da, Bierpost Ach ja. und mein Opa, der Helmut, ja. Also wir Ja. diskutieren gerade, was die Zielsetzung war des Meininger Verlags, die Braukunst live zu übernehmen. Und Ja. ja. Wir sind gerade bei sehr heiklen Aussagen, ja, genau. Genau. Es ist Finde ich nie übrigens ganz, widerrufen worden, es kam nie eine ganz toll. Stellungnahme. Ganz toll, was die Ich muss. Doro. Ja. Stopp, stopp, stopp. Ich bin schon wieder unterhopft. Ich muss kurz einmal in den Kühlschrank nachschauen, ob noch Licht ist. Du kannst gerne Ja. jetzt ausführen. Ich bin schnell am Weg. Ich muss nur kurz was Genau. einblenden. Ja. Die Aussage stimmt nur bedingt, die da jetzt kommt, weil ich wirklich nur Bier holen bin, aber das habe ich mir vorbereitet. Weiß nicht, Ja, ob der noch Licht Martin ist. sagt, der Martin nochmal zum Thema Meininger, der Martin sagt ja auch, es ist nie widerrufen worden, es gab nie eine Stellungnahme, es gab schon so eine halbseitige Stellungnahme, glaube ich, aber da kann man, glaube ich, technisch schon nachweisen, wenn man gehackt wurde oder sonst was. Und es sollte ja bei so einem großen Verlag möglich sein, das dann rauszufinden und veröffentlichen, dass eben der Account gehackt wurde. Das wurde auch nicht gemacht. Also das Thema Meininger ist ein ganz schwieriges für mich. Haben wir vorhin schon für die neu dazugekommen sind, hat man vorhin schon besprochen. Ich habe dem Christoph Meininger ja mal meine Einschätzung von der jetzigen Braukunst live geschickt, mit Ausstellern, die eigentlich da meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr hingehören, im Spaßbierbereich, Arschlecken 350, mit Convenience-Produkten wie Eichenspäne und Hopfen, gemischt Pellets und eben diesen unsäglichen Münchner Hell-Wettbewerb. Das hat alles mit Craft nichts zu tun und das habe ich moniert. Ich habe da auch keine Antwort bekommen. Wäre vielleicht nett gewesen, wenn er so einen Exoten wie mich nicht übergangen hätte. Ich muss da keine Antwort haben, aber das lässt schon auch so ein bisschen blicken, ne? Da sind wir wieder beim Thema Elfenbeinturm, ne? Und was im Weinbereich vielleicht geht, ist vielleicht im Craft-Bier-Bereich, weil das alles junge Leute sind und Ding und war, der Craft-Bier-Bereich, wenn ihm die ganzen Härtel Davids, Schorsch, Breu und sonst was mal die Gefolgschaft kündigen, was sich, glaube ich, so ein bisschen langsam zeigt. Verdienst da unten auch nicht wirklich Geld. Ne? Und alle müssen jetzt langsam mal schauen, dass sie auf den Veranstaltungen auch Geld verdienen. Oh, mein Kompressor meldet sich. Das macht ja nichts. Kurz, kurz, kurz Dann Anmerkung. ist es halt, dann ist es halt einfach so, dass die Authentizität, die es an so einer Veranstaltung eben wenigstens stimmen muss. Und die stimmt ja auch nicht mehr. Ne? Da muss er Der irgendwann Farbe Martin bekennen. Was will er? Seil schreibt, Meininger hat eine Stellungnahme gepostet. Der Martin Voigt schreibt, okay, dann ist sie mir vorbeigegangen. Und der Martin Seil schreibt wieder, er schrieb, dass er gehackt wurde. Ja, aber dann ist es doch für so einen Verlag kein Act. Dass er dieses Hacken, das kann man dokumentieren und kann man dann veröffentlichen und das hat er ja auch nicht gemacht. Ne? Also so eine große Firma, wenn ich so einen Shitstorm kriege, dann muss ich mir halt die Mühe machen, wenn es gehackt worden ist, dass ich diese Daten mir eben von Facebook schicken lasse. Das kann man. Und die eben dann veröffentliche, hallo, hier ist der Beweis, wir sind gehackt worden. Ne? Das scheint wohl möglich zu sein. Ist auch dann in dieser Timeline eben dann aufgetaucht. Mensch, so und so schaut sowas aus, wenn man sich so eine Dokumentation von Facebook dann schicken lässt, dass man gehackt wurde und dann kann man das veröffentlichen und dann kann man also nachweisen, dass diese Aussage eben nicht von einem selbst ist. Ne? Aber ja, das ist alles, ja, mal schnell einen rausrotzen, kann einem auch passieren. Ja, okay. Aber ich finde, dann muss man halt auch dazu stehen. Irgendwo, ne? Das hat er nicht getan. Hat er einfach
Ein Rückzug. Aber ich würde unseren Fokus gerne ein bisschen vom Meininger Ja, passt. weg. Aber eins möchte ich noch sagen dazu. In Österreich nennt man das Cojones, braucht man da. Cojones. Ja, genau. Da musst du entweder Idiots. sagen, ja, Olli Kahn, ne? Ja. Banane. Olli Kahn und Ostern, wir brauchen Eier, Ja, genau. ne? Ja, genau, ne? Reden wir wieder über das Reinheitsgebot oder über Craft Beer, oder was machen wir denn? Genau. Der Dominik schreibt noch www.erberedelbrand.com, wenn wir schon bei Werbung sind. Genau. Ne? Prost. In Bayern sind es Kakerlaken. Prost. Ja, genau. Übrigens, Wobei. wenn ich noch weitere Fragen stellen darf, dann kommen wir Ja. jetzt von diesen allen Themen komplett weg. Nämlich, ich frage auch Fußball. Wie steht der Schwarz zum Fußball? Ich war nie begabt. Das geht's nicht. Welcher Verein ist deiner? Also natürlich als Franke der FCN. Das war mal von Haus aus. Also, das hätte ich doch herschreiben können, dann hätte es so nie Ja. erkennen. Ohne dass ich es gewusst habe, aber das war mal klar. Ja, der Club halt, ne? Natürlich. Und da Alles für muss den man Dackel, alles einfach, für den Club. ja, da muss man einfach sagen, da bist du leid geprüft. Also wenn ich jemals in meinem Leben eine Bewerbung schreiben müsste, ne, und würde da reinschreiben, ich bin Clubfan, dann wüsste dieser Chef, dass ich also Der ist leid Leidensfähigkeiten geprüft. Der habe. kann ich alles auch schaffen. Der tut Der macht alles, ne? Das ist klar, ne? Ja, der Club ist ein Depp, ne? Warum sagt man, der Club ist ein Depp, ne? Weil du kannst 3-0 führen in der 70. und dann kannst darauf hoffen, dass er Unentschieden gibt, ne? Das ist der Club, ne? Dann hoffst du als Clubfan, wenn du 3-0 führst in der 70., hoffst du als Clubfan, dass noch ein Unentschieden kommt, ne? Dass wir nicht 3-4 verlieren, ne? Ja. Aber so ist es einfach und da muss man durch, ne? Und ich, ja, Fußball war ich nie begabt. Ich habe ja Kampfsport gemacht früher sehr viel, ne? Jetzt bin ich eher in der Sumo-Klasse, aber ich war mal gar nicht verkehrt. Aber mit Fußball habe ich es nicht so gehabt. Ne? Also eigentlich einmal im Tor, da war ich gar Also, nicht verkehrt. Aber Moment, Moment. 135 Kilo ist noch nicht Sumo-Klasse. doch, doch, Ich habe auch doch. 135 Kilo. Das ist aber erst der erste Fuß auf der Waage. Ja, ich will gerade sagen, du wirst ein bisschen mehr haben insgesamt. Ja, Ne? aber ein Ja. Fuß auf der Waage, das ist einmal 135. Von 0 auf 100 gibt es Ja. keinen, der schneller ist wie ich. Ja. Was schreibt der? Moment einmal, was war da? Georg Koch, natürlich ist das eine Clublegende. Ja. Noch ein Schorsch. Genau. Ja, genau. Legendärer Kommentator. Genau. Okay. Ja, richtig. Ja. Naja, ich sag mal so, ich verfüge über. Auch beim Club, also ich bin keiner, der am Zaun hängt und da irgendwo rumturnt oder Stehplatz oder sonst was. Ich bin eher so ein gemütlicher Sitzplatzer, ne? Und eigentlich ja keiner, der alle Gründungsmitglieder nach 10 Bier noch aufsagen kann. Ne? Aber ich kann mich schon durchaus aufregen, also beim Fußball schauen. Also da, ja. Ne? Ja, ist Aber. ja auch schön. Ich meine, Begeisterung ist ja dann egal, wofür die Begeisterung durchschlägt. Jetzt Ja, ne? Man darf es bloß nicht übertreiben, ne? eine Frage, die ich immer meinen österreichischen Gästen stelle, aber ich würde es dir auch gern stellen, aber ich würde es dann gern transferieren in deine Gegend. Aber Ja. wenn du ans Innviertel denkst, also an das österreichische Bayern, Ja. außer Martin und mir, an was denkst du dann? An Brauereien, an noch nicht Berge, Österreich ohne Berge, also das ist wie Frau ohne große Titten. Ja, aber das ist wichtig, weil das ist nämlich ein Buchungsmotiv. Umgekehrt, warum die Tiroler bei uns in die Therme fahren, ist, weil sie mal Ja. keine Berge sehen da. Aber wurscht, ich würde nicht unterbrechen.
Passau rüberwärts, Simbach, was gibt es noch für Assoziationen? Ja, Innviertel. Sonst nicht so fürchterlich viel. Bist du Ne? Also Franke oder Bär? Franke, wie kannst du mir diese Frage stellen? Ich muss ja stellen. Was geografisches Nockerbasel muss ich dazu Sowas, sagen. sowas, sowas, so, so eine Frage darfst du mir eigentlich gar nicht stellen. Ne? Also Ich muss eine Frage ich stellen. bin, nein, ich bin ja auch kein Bayer. Ich hatte schöne Begebenheit im Zusammenhang mit Bier. Chinesische Kundschaft hat mich besucht. Vier Chinesen und der Schorsch Richtung München Oktoberfest. Also einen Tag hatte ich eingeladen, anderen Tag haben sie mich aufs Oktoberfest eingeladen. Sos, wo ist deine Lederhose? Na, sorry. Ich habe keine Lederhosen. Ich brauche keine Lederhosen. Ich bin Franke. Ne? Also diese große Zwangsbajuwarisierung, die man uns immer antun will, die ja schon bei Eichstätt anfängt. Ne? Ich habe in Weihenstephan studiert, von dem her, ich habe schon Lederhosen. Ne? Weil ich habe ja in Bayern meine Braumeisterausbildung gemacht, in Freising und so. Aber ich bin Franke, deswegen laufe ich auch wenn der Chinese kommt, laufe ich nicht in Lederhosen rum und gebe den Bayern nicht, weil ich Franke bin. Das ist ein bisschen, ja, vielleicht ein Verkaufshindernis, weil ich dieser Stereotypen-Geschichte nicht entspreche. Ne? Aber ich finde es schrecklich, auf meine Wiesbacher Trachten sehen zu müssen. Meine Antwort darauf ist dieses berühmte Wort, das ich auch schon bei uns in Gunzenhausen, den Körberburm, gesagt habe. Ich finde diese Zwangsbajuwarisierung so schlimm. Ne? Das ist doch, in Franken läuft man halt rum und Ding. Natürlich wollen sie mit Tracht, weil sie alle aufs Oktoberfest und. Aber ich muss das doch nicht, Valaisator, spannender Abend. Ja, danke fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ciao. Aber diese Zwangsbajuwarisierung muss man doch nicht mitmachen. Das mache ich nicht einmal bei meinen Kunden. Ne? Und das Wort Bayern, also ich will jetzt einmal vom Fußballerischen her noch den Rücktritt machen. Nicht einmal, wenn die Bayern international spielen, bin ich für sie. Ne? FC Bayern. Ne? Also nicht einmal da. Der Dominik hat noch geschrieben, die einzige Tracht für einen Preis ist ein Trachtprügel. Ja, genau. Ne? Nein, ich gehe doch nicht zum Beispiel aufs Oktoberfest. Es gibt da fränkische Tracht. Ne? Und wir haben in Gunzenhausen auch das sind diese schwarzen Hosen, das ist diese rote Weste und der Dreispitz, wenn man sehr traditionell gehen möchte. Ne? Und München und die Theresienwiese mit ihrem Schützenumzug zum Beispiel. Der Schützenumzug ist doch ein Beispiel, wie aus ganz Bayern, man kann ja zum Thema Tracht als Folklore oder sonst was, das kam ja auch dann spät erst auf. Aber wenn ich doch wohin gehe, dann gehe ich doch wie am Schützenumzug, da kommen aus allen Regionen Bayerns die Leute in ihrer eigenen Tracht. Ja? Und unsere geschissener Franken gehen in der China-Lederhose für 150 Euro oder für 70 Euro und im Karohemd und im Dings und in die Turnschuhe gehen sie auf die Wiesen. Ne? Das hat doch nichts mit meiner Region zu tun. Wenn ich auf die Wiesen gehe, will ich doch entweder neutral gehen oder ich repräsentiere meine Franken-Fasching-Hellau, ja genau. Repräsentiere ich doch meine Gegend, wenn ich in Tracht gehe. Und das ist das, was bei uns auch nicht begriffen haben. Deswegen habe ich eben ketzerisch den Begriff Zwangsbajuwarisierung
geprägt. Ne? Bin Niederbayer und bin in der Oberpfalz auch in Würzburg studiert, in München, jetzt Nürnberg. C&A-Tracht schaut einfach scheiße aus. Ja, das ist es einfach. Entweder ich lasse mal ein Quant, wie der Bayer-Song geht, ich lasse mal ein Quant machen. Das kostet mir halt dann 1.000 Euro. Ne? Einspruch. Ja, mindestens. Ich bin bei der Untergrenze. Ja. Der Martin Seidel fragt, ob du einen Dreispitz hast. Nein. Nein. Ich fühle mich immer noch, ich bin ja in Gunzenhausen so ein bisschen der Querulant. Deswegen habe ich mich nie adaptiert. Und wenn ich eine Tracht, dann bräuchte ich sie für die Gunzenhäuser Kirchweih. Ne? Und da hat man mich ja biertechnisch immer ausgebotet gegen die Tucher damals. Ne? Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen, sagen wir mal, der Quertreiber gewesen, weil ich dann auch ein eigenes Zelt gemacht habe außerhalb. Ne? Ich brauche auch mein eigenes Zelt, aber das ist mit anderen Geschichte. Ja, keiner will von deiner Unterhose sprechen, entschuldige. Ach so, ja. Jetzt werden wir schon wieder intim oder ausfallend. Der Dominik Peters hat demnächst im Dreiteiler Sonnenbrille und Badelatschen. Ja, genau. So gehen wir dann aufs Oktoberfest. Genau. Ne? Wenn du gar nicht stattfindet, Herr, ich meine, das ist das Nächste. Aber ich sage jetzt einfach, entweder es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder traditionell, dann repräsentiere ich meine Region, oder normal, Jeans, sauberes Hemd, von mir aus Janker. Ich habe auch ein wenig so ein Janker oder sowas. Ne? Ich finde aber persönlich, jetzt, das ist meine persönliche Meinung, die historischen Trachten sind ab und zu so fad, das kann ich auch nicht. Also ich lasse mir meine Tracht maßschneidern von einem ein Schulkollegen von mir, der macht Trachtenmusikkapellen, die stattet da aus. Und bei mir wird dann Drehme messen und da braucht er Verlängerung, dass er das alles aufbringt und in Richtungen. Aber dann, dann versuche ich da trotzdem ein bisschen farblich und vom Schnitt und diese Dinge. Ja, aber wir brauchen doch zum Beispiel bei den Damen keinen perlmutt-schimmernden Stoff. Ja. Ja, zum Beispiel. Da gebe ich dir eh recht. Also so sage ich mal, das ganz übertriebene Sissi Perlinger-Geschichten oder... Überkandidelt heißt das bei uns. Genau, überkandidelt sagt man bei uns eigentlich auch. Okay. Ne? Weil wegen ausflippt. Ne? Ne? Das muss alles nicht sein. Das ist ja Käferzeltkultur. Ne? Oder diese Sackjacken mit... fetter, schwarzer Aufschrift, was er zeitlang gemacht haben. Ne? Oder so. Die Kerle schauen ja aus, das ist ja fürchterlich. Ne? Aber ein bisschen moderner der Vertrag da werden, das möchte ich einfach sagen. Also, nein, selbstverständlich darf ein wenig Pep dabei sein. Ne? Also nur Entenrupfer-Schürze oder sowas, wie sie es halt früher gehabt haben. Die Schürze war ja einfach nur Arbeitskleidung. Wie heute Ding. Ne? Wir haben immer noch Schürzen. Bei uns gibt es nach wie vor. Da tragen wir auch die Männerschürzen. Ja, die Brauer auch. Ach so, die Männerschürzen. Meinst du den Bauch? Ja, genau. Ne? So ist das, ja. Moment einmal, was anderes? Was hochprozentiges? Wir fangen wegen weiter oben an. Bierbegeisterung, also weg das. Schorsch, wir freuen uns riesig, dass du beim neuen Biershop Franken dabei bist. Ja. Ja, ich wollte es vorhin schon sagen. Du hast mich wieder unterbrochen. Nein, ich habe mich selber unterbrochen mit was anderem. Ich finde es eine super Idee. Ne? Also das gehört sich schon länger, dass das einfach mal in ordentliche Hände gehört auch und dass das ordentlich betrieben wird. Ich habe mir den Shop angesehen. Es sind bis jetzt sehr traditionelle Biere drin, auch tolle Biere, 9er-Pack und. Ich finde es total super, dass man sowas anfasst. Ne? Also ich wäre gern dabei, ich habe die E-Mail ja schon geschrieben an die Doro. Ich wäre gern dabei. Wenn man so einen Blödel oder so einen Nischenmann wie mich dabei haben will, also sehr, sehr, sehr gern. Ne? Was lagert hinter dir? Stopp. Der Bierdoktor sagt, Gunzenhausen ist sau schön, habe ich in der Klinik gearbeitet. Und dann schreibt der Händengröße. Bitte? Beim Dr. Ketterle? Oder bei wem? Beim Persch? Das muss er dann schreiben. Dann ja, genau. Hemdengröße ZZ, Zirkuszelt. Na, ich hab SE für Small Elephant. Ich weiß nicht, was du hast. Ich? Ja.
LLS, Little Sumo. Okay, ja. Na, Mini Sumo hat der Martin zuerst geschrieben. Der Dominik genau. Petri schreibt, mal was anderes. Was trinkt ihr gerne an Hochprozentigen? Wir reden ja vom Bier mit 57%, aber trinkt ihr auch Brände? Also Brände. Brände oder Brände. Brände, Brände. Natürlich. In der Radiologie hat er gearbeitet. Ah, okay. Kurz zu den 57% zurück. Also Whisky ja. in Fassstärke ist nicht so meine Disziplin. Ja. Da knockt es mir meistens aus. Das muss ich ganz ehrlich ja. gestehen. Wobei ja. Whisky schon gerne verkostet, aber ich bin eher immer einer, der gerne in der Breite verkostet. Das heißt, ja. ich lasse mir gerne 10 Sachen herstellen und probiere dann die 10 Sachen und sage dann immer ganz, bitte ganz, ganz wenig. Ich will nicht viel, und das verstehen die meisten auch nicht, ja. zum Beispiel bei der Baragons Live, weil die wollen ja alle einer Geld haben, die kriegen von mir einer Geld sowieso, aber ich will nicht, dass man das Ganze wegschmeißt dann immer wieder. Und ich trinke nicht da einmal oder zweimal und dann stöße ich wieder weg, weil ich kann ja nicht, keine Ahnung, 20 Whisky verkosten am Abend und trinke immer 2 Zähl, weil da habe ich eine Flasche Whisky getrunken. Oder ich kann nicht, wie in der Braufe, ja. 30, 40 Biere verkosten und kriege immer, ja, weil sie es ganz gut meinen, einen Haufen Bier. Das ist eine Katastrophe. Ja. Der Marius sagt, was lagert hinter dir? Ich gehe davon aus, dass der Marius ein bisschen später eingestiegen ist. Also ja, genau. Ich habe es vorhin ein bisschen erklärt, aber nochmal. Wir haben links die kleinen Fässer, das ist der 16-prozentige, der nächste. Der ist seit 10.07.2019 in den Fässern. Darf also demnächst vielleicht einmal raus. Ne? Da oben, ganz oben, Schorsch P40, das ist ein Jahr Experimentalgeschichte. 40% Stammwürze. Ist drin seit 11.01.19, da müsst ihr jetzt demnächst mal eine Messung machen, vielleicht wieder, ne, was da rausgekommen ist. Und hier, das ist also deutsche Eiche. Wir sind also das erste Mal weg von amerikanischer Weißeiche, Spessart-Eiche, mit einem Bier 14, ungefähr 14, Prozent Alkohol reingekommen, noch nicht ganz vergoren. Ich gehe, wenn es geht, immer ein bisschen jung. Für meine Begriffe jung, also fast ausgegoren, in die Fässer rein, um noch ein bisschen Hefeaktivität zu haben, den Sauerstoff ein bisschen zu vertreiben durch die Gärung noch. Und dann eben, hier das erste Mal der Einfluss der europäischen, sagen wir mal nicht deutsche, sondern europäische Eiche, viel mehr Gerbstoffe, weniger Aromakomponenten, deswegen auch ein etwas schwächeres Bier, dass die Eiche vielleicht doch noch mit dem Bier ein bisschen mithalten kann. Ne? Das ist jetzt der erste Versuch. Ne? Der Gary Kraft sagt, das arbeitet er noch? Ich weiß nicht mehr, wo, in welchem Zusammenhang. Der Martin Seil sagt, glaube ich, zum 5. Mal, so, ich gehe jetzt ins Bett. Schorsch, ich rufe dich die Woche noch an. Gute Nacht, S2. Ja. Grizzly fragt, wie kommst du auf 40 Grad Plato? Ewig lang kochen? Nein, es ist eine, erstens einmal, mein Standardsatz ist immer, das geht ja ein Scheißdreck an, ne? Aber 40 Plato ist A, sehr viel intensive Läuterarbeit, ne? Und auch längeres Kochen. Kochen kann man ja nicht fürchterlich übertreiben. Also 40 Grad Plato durch reine Sudhausarbeit. Mehr so geht nicht. Ne? Dominik fragt, 40 Grad Plato, willst du den 57,7 noch knacken? Das geht aber mit Sudhausarbeit nicht. Man muss ganz knallhart unterscheiden zwischen reiner Sudhausarbeit. Was erreiche ich an Stammwürze? Im Sudhaus, also an vergärbarem Zucker und einer Eisbockmethode, wo ich im Prinzip ein starkes Bier nehmen kann, wo ein etwas schwächeres Bier, zum Beispiel mit 13% Alkohol, besser geeignet ist als ein 16-prozentiges Bier oder ein 20-prozentiges Bier. Ne? Aber es hat mich einfach mal gejuckt zu sehen, wo ist das Ende der Sudhausarbeit erreicht. Die Experten unter uns, die Brauer oder auch die Dinger wissen ja, dass alle Prozesse nicht unbedingt endlos funktionieren. Auch die Verzuckerung funktioniert nicht endlos und dann wird es halt ganz schwierig. Das heißt, bei allem Eisbock-Weltrekorden, bei allen Vergärungs,
Geschichten mit der Hefe, was schafft die Hefe alles, war für mich einfach mal wichtig, wie stark kann ich mein Sudhaus belasten. Ne? Also das heißt, wie dick kann ich einmeischen, wie langsam kann ich abläutern, also die Würze vom Treber trennen, funktioniert das alles noch. Ne? Und da sind also 40 Stammwürze dann rausgekommen. Ne? Das ist eigentlich was, was total wirr ist, aber ich habe halt kopfmäßig wieder mal eine Herausforderung gebraucht und dann nimmst halt einmal 750 Kilo Malz und puff, fängst halt einfach an. Ne? Und da stellen sich auch manche Prozesse selber auf den Kopf, wo man gar nicht denkt, hoppla, kann Stefana wissen. Und das, was dann in der Praxis mit pH-Werteinstellung, mit Enzymen und, das stimmt dann alles einfach in dieser Stärke nicht mehr. Und das war eben die Herausforderung da, 40 Stammwürze. Ich glaube nicht, dass das schon mal jemand geschafft hat. Ich glaube, es gab mal ein Vetter 33, Bier mit 33 Stammwürze. Ne? Und das habe ich ja immer wieder schon geknackt. Ne? Aber hier war eben die Herausforderung, das noch hinzukriegen, ohne die ganze Sache über Nacht oder sowas kochen zu müssen. Ne? Also das mit viel zu viel Hitze zu beaufschlagen. Ne? Du kannst ja allen Zuckergehalt, wenn du es lang nur kochst, ne, bis zum Kristallisieren, aber das bringt ja nichts mehr. Ne? Und das muss ja noch vergären und muss ja noch was arbeiten. Ne? Aber das, wie gesagt, da kann man mal so in einem halben Jahr, kann man mal sich sein Angel Share mal rausziehen und nochmal verkosten, was da rauskommt. Das ist so mein kleines Labor. Der Ne? Martin Seyer sagt, führt euch zum siebten Mal. Er kann sich nicht abnabeln, scheinbar. Der Marius sagt, mit was für einer Ausbeute rechnest du? Dann noch, du kannst ja aus einem Nachgüssen noch einen Doppelbock machen. Ich glaube auch, Richtig, dass. das ist ja eigentlich immer mein Gag. Das ist ja eigentlich immer mein Gag, dass ich immer sage, also aus meinem Glattwasser, also Nachgüsse ist eigentlich das, was rauskommt. Und Glattwasser ist das, was Nachgüsse ist das, was Glattwasser ist das, was aus draufkommt. den Treber nur raussaftelt, oder? Das, was sie da. Richtig, genau. Ne? Also Nachgüsse stimmt eigentlich nicht, weil das ist das Wasser, was draufkommt. Und das Glattwasser ist immer mein Gag. Ne? Aus meinem Glattwasser kann ein anderer nur einen Doppelbock brauen. Ne? Ja, da ist natürlich die Ausbeute, also da ist teilweise bei 20 Stammwürze dann Glattwasser. Ne? Also das ist natürlich Dings. Ne? Probier TV. Wir sind lange vor Schorsch mit Eco 28 aufgezogen worden. Oh, jetzt will aber einer angeben. Ne? Ich habe zufällig einen Eco 28 vorbereitet. Ich sag's nur. Ich weiß aber nicht, welcher Jahrgang, 12 oder 13. Aber ich wollte den Schorsch nicht beleidigen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Der hatte 11, ich glaube, der hatte 11. Ne? Das hat in Treuchtlingen bei mir in der Nähe eine Brauerei gemacht. 20, nee, 18, 16 Kilometer von mir weg. Nein, Quatsch, das war wieder was anderes, Entschuldigung. Eco 28, Kulmbach natürlich, ne? Mit 11% Alkohol, 28% Stammwürze. Jetzt, wenn man dagegen rechnet, mal. Dass bei mir bei 25% Stammwürze 13% Alkohol rauskommen, sieht man also, wie effektiv meine Hefegärung funktioniert eben. Ne? Das geht ja fast rechnerisch nicht aus, das wollte ich jetzt erst schon mal sagen. Das war ja Ja, ein so. Verhärtungsgrad, das ist negativ. Es gibt auch Vergärungsgrade über 100%. Das sage ich ja. Das ist im Ja. Prinzip ein negativer Verhärtungsgrad, also Ja. über Ja, 100%. die gibt's aber tatsächlich. Wenn alle Bedingungen top funktionieren, hast du aus Ballingscher Formel und Ding und War Rechnungs und. Ja, das ist jetzt so kompliziert, das zu erklären. Aber du kannst auch über 100% kommen. Also ich hatte irgendwo, glaube ich, 91 oder sowas, so 92 mal in der Der Spitze Dominik oder Petri sowas. sagt, Eco 28, haue ich mir morgens ins Müsli. Ja, da muss ich die Frage stellen, was ist denn Müsli? Ja, genau. So ein Weichei. Der verdient Also, sich ein Eco, sonst muss es mit Müsli.
EQ 28 ist ganz klar, dass man das in der Früh braucht, aber wer braucht den Körnli, ne? Genau. Meine Güte, ne? Kann er denn normal aufs Klo gehen, ne? Unglaublich, ja. Seidenbacher, ne? Ja, genau, ja. Das ist also eine nervige Werbung. Was, dann gibt es, kannst du ja auf IBU-Rekordbruch gehen, sagt der Grösli. Wenn es beim Alkohol keine Rekorde mehr brechen, dann kannst du ja auf IBU gehen. Ja, das ist für mich ein schwieriges Thema. Und zwar habe ich mal irgendwann als Brauer in Weihenstephan oder als Braumeister gelernt, es gibt die sogenannten EBC-Einheiten. Das heißt, da werden Bitterstoffe gemessen und zwar tatsächlich gemessen. Das heißt, bei 25 fängt das Pilz an. Ein Bier mit 33 EBC ist schon sehr, sehr bitter. Ein Bier mit 40 EBC kannst du gar nicht mehr saufen. Das ist die Realität. Und dann kommen viele Leute mit ihren, was weiß ich was, IBUs daher. Ne? Und da denke ich mir immer, was redet ihr? Und das sind dann die virtuellen oder rechnerischen Bitterwerte. Ja, das heißt, da wird im Kaltbereich zum Beispiel, wo die Bitterstoffe gar nicht so lösen, Hopfen dazugegeben. Und die Hopfenmenge und die Bitterstoffe, die im Hopfen drin sind, die aber nie rausgezogen werden dann rückgerechnet mit diesem ein Drittel und wird dann als IBU und Ding und was gerechnet. Das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Also, ne, wenn einer sagt, er hat 100 IBU oder sonst was, das ist für mich Quatsch. Ne? Vor kurzem haben sie von 200 IBU geredet. Ja, aber was soll das? Was soll das? Das Käse. Also für mich... Das, was ich tue, ist ja im Alkoholbereich schon sehr schwierig zu verstehen. Ne? Als Experte kannst du das nicht mehr nachvollziehen. Ne? Das wäre so bitter, und das sind sie ja nicht. Ne? Ja, laut 300 IBU, laut US Hops, aber diese IBU sind ja nur rechnerisch. Das heißt, wenn ich jetzt im Kaltbereich um die man muss dazu sagen, diese EBC, die ich sage, diese tatsächliche bittere, kannst du nur über den vielen also kannst du rausziehen, nur über die sogenannte Isomerisierung. Das heißt, der Hopfen muss gekocht werden. Teilweise geht es auch über den Alkohol, dass sich diese Bitterstoffe lösen. Ne? So, aber wir reden jetzt einmal von der Kochung. Das heißt, wenn ich einen Hopfen ordentlich koche, habe ich ungefähr von den Alphasäuren. Also das sind die Bitterstoffe, die ich in ein Bier reinbringen kann, habe ich ungefähr ein Drittel Ausbeute als sogenannte Iso-Alpha-Säure, was sich im Bier löst. Ja? So. Und diese Bittere kommt dann im Bier durch. Wie gesagt, bei 25 fängt dann langsames Pilz an. Bei 30 ist schon sehr bitter. 35 wird schon schwierig. 40 ist schon sehr bitter. Ne? Aber man muss immer den Malzgehalt dagegen rechnen. Natürlich, wenn ich einen Malzkörper, einen dominanten Malz, süßlichen Körper, der schluckt natürlich viel auf. Das ist ganz klar. Aber du kannst natürlich diese Bittere, kannst du nicht verhindern. Das heißt, wenn der Malzkörper im Mitteltrunk dir viel abhält und im Abgang auch noch ein bisschen was, ne? Aber spätestens im Abtrunk, in der Nachhaltigkeit, wirst du diese wahnsinnige Bittere haben. Das heißt, die kannst du schon über den Zucker auf, aber irgendwann kommt sie haltend, nachhaltend und wahnsinnig dominant. Ne? Und diese ganzen IBU-Rechnungen, also kann ich als, sorry, da lasse ich ihn mir raushängen, Diplom-Braumeister, nicht nachvollziehen. Aber kurz, eine Geschichte. Dachte, EBC ist Farbe. Ich kenne die Diskussion, weil EBC ist nämlich eine Doppelbedeutung. Aber vielleicht kannst du. Nein, nicht Doppelbedeutung, sondern EBC ist einfach eine Festlegung nach European Brewers Convention Standards. Also EBC ist eigentlich, sagen wir mal, eine Generalmaßeinheit nach diesen Maßgaben, die diese Convention, diese Zusammenkunft an Leuten festlegen. Ja, also EBC ist eigentlich... So wie die, bitte? So wie GCP,
wie diese Verkostungsvorgaben, das gibt Genau. diese europäischen. GPCB, also das. Oder also EBC gibt es für Beer Farbe. Charges Consumers Programm, so heißt es. Ja. EBC gibt es für Farbe, gibt es für Bittere, gibt es für was weiß ich, was alles Mögliche. Ne? Bla bla bla, EBC-Einheiten. Ne? Also, das ist jetzt kein feststehender Begriff oder keine Einheit für wie Meter, für Länge oder sonst was. Ne? Naja. Dominik schreibt noch, ich hatte auf der Brau vor 4 Jahren morgens beim US-Hop-Stand ein Bier, das war so bitter. Ich hatte abends beim Kebab ist eine Katastrophe, noch den Geschmack im Mund. Geht gar nicht. Du kannst alles reinpacken in ein Bier. Ne? Du musst es bloß vertragen. Ne? Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich sage, die Hefe hat irgendwann ja auch ein Problem mit den Hopfeninhaltsstoffen. Ne? So, jetzt will ich unglaublich viel Bittere in ein Bier reinknallen, ne? Kann den Hopfen aber in der Gärung nicht brauchen, weil er mir die Hefe, Hopfen wirkt ja gegen Keime, auch gegen Hefe. Ne? Hopfen behindert die Hefe eigentlich. Die Bierhefe ist an Hopfen gewohnt, die macht das auch mit normalen Hopfen-Dingen. Je mehr Hopfen du dazu gibst, umso mehr Probleme hat sie. Ne? Das ist ein sogenannter Stressfaktor. Diese Aromaöle wirken ja bakteriostatisch, also keimtötend. Und die Hefe ist ja auch eine Zelle und hat also mit diesen Hopfeninhaltsstoffen auch ihre Probleme. Das heißt, dann mache ich den ganz einfachen Trick, ja, und löse also 5 Kilo Hopfen in heiß Wasser auf, wo sich die Alphasäuren isomerisieren und drücke das dann in den fertig vergorenen Tank. Ja, also ich kann sowohl IBU fälschen und sage, ich mache nur einen Kaltauszug, oder ich kann einen Heißauszug machen und danach zugeben. Ja? Ich kann sämtliche Bittere auch reinbringen, um Gottes Willen. Ne? Aber es macht halt einfach irgendwann keinen Sinn, weil meine Geschmackspapillen einfach dermaßen überladen sind, ne? Dass ich nur noch eine Maximalbittere irgendwo spüre, alles andere geht drüber und ich rülps halt die ganze Nacht bloß noch irgendwelche Bittere oder merkt es. Aber das hat, glaube ich, mit Braukunst nichts mehr zu tun dann. Ne? Man kann vielleicht sagen, ist das nicht beim Schorsch mit dem Alkohol was Ähnliches oder so? So viel Alkohol, aber dann sage ich einfach, das ist schon noch eine andere Herausforderung, einfach einen Heißhopfen anzusetzen und beizudrücken, als irgendwo sich den Riesenaufwand zu machen und so ein starkes Bier herzustellen. Ne? Also es hat alles seine geistige Berechtigung. Dominik aber sagt, die Sache ist die, ich mache ein Bier und es schmeckt mir nicht. Dann mache ich Cold and Late Hopping und werfe 20 Kilo auf 1 Hektoliter und dann sehe ich, wie geil der Hopfen schmeckt. Ja, natürlich. Das ist ja auch oft das Problem, ich kann aus einem schlechten Bier ein gutes Craftbier machen. Ne? Am schlechten was Grundbier. Ist ein Craftbier? Ja. Das ist mit viel Hopfen. Das schlechte Bier ist mit viel Hopfen überdünnt. Zum Beispiel auch, ja. Ne? Ich kann natürlich alles, der Begriff ist ja maskieren. Ne? Ich kann alles irgendwo maskieren. Wenn wir eine Soße anbrennt, als Koch jetzt gesprochen, dann muss ich die Soße auch maskieren. Weil das Thema ist, ich habe keinen zweiten Versuch. Ich kann jetzt nicht eine Soße von einem Lamm, von einem was weiß ich was, herzaubern. Jetzt bin ich da in der Bredouille. Jetzt muss ich versuchen, das, diesen angebrannten Geschmack zu überdecken. Und das trifft das Thema wahrscheinlich. Genau, Säure, genau, ja. Ne? Also, das schwierigste Bier zum Herstellen. Pils oder Helles? Wo du willst, ist ein Pils oder Helles, weil da kannst du nichts maskieren. Da hast du nichts zu maskieren, da kannst du dich nicht hinter irgendwas verstecken. Du kannst dich weder hinter Malz verstecken, am dominanten Malzkörper, ne? Der so dominant ist, dass er die Fehlgeschmäcker überlagert. Du kannst ihn nicht hinterm Hopfen verstecken, weil im Pilz dann nicht so viel Hopfen drin ist. Und einen gut gelungenen Wurf zu reproduzieren ist genauso schwierig. Auch, natürlich. Ne? Ist ja beim Kochen also, so.
Ich kann heute ja. den besten Braten, die beste Soße, die besten Knödel über einen Tag, wo mir alles gelingt. Genau. Alle, boah. Und am nächsten Tag mache ich genau dasselbe Rezeptur, genau dasselbe Anlage, alles dasselbe und es gelingt mir nicht. Ja. Weil es um das Nachhaller, sagt man bei uns, einfach geht, was nicht hinhaut. Ja. Was auch immer da an dem Tag dann falsch war. Da haben wir nicht gesagt, genau. ich muss bei der Meisterprüfung einen Export brauen. Ich war noch gut bedient. Die andere Gruppe musste einen Pilz machen. Ja, das sind ja. natürlich diese Bierstile, um die es halt ein Stück weit geht, wahrscheinlich. Das Export ist mastig. Das hat Wiener Malz vielleicht mit dabei. Ein bisschen Münchner Malz dabei und. Dieser süße Malzkörper. Und das maskiert ja schon ein bisschen, ne, den Braufehler. Also, ne, da hast du schon die Möglichkeit, dass du einige Sachen beim Export schon maskierst. Ne. Die kratzige Bittere, die vielleicht durchkommt, die ist beim Export nicht ganz so schlimm, wie wenn es an einem hellen Körper ist und dann voll durchkommt. Ne. Jetzt muss ich kurz was über meine Abschlussprüfung in Kuchen erzählen. Weil das, ja. das spielt ein bisschen, das kann man vielleicht assoziieren oder was. Ich war ja Tourismusfachschüler oder Gastgewerbefachschüler oder was weiß ich. Ich war nicht in einem Betrieb und habe ganz normale Lehre gemacht, sondern ich war in der Schule. Aha. Und da ist ja eher das Thema, dass die Leute keine Praxis haben. Das sind alles Theoretiker, aber keine Praktiker. Mhm. Und dann ist die Aufgabe jene, du bekommst ein dreigängiges und du musst dann die Warenanforderung, also das heißt, du musst sagen, ich brauche für mein dreigängiges Menü diese Rohzutaten. Und dann bist du angehalten, in der vorgeschriebenen Zeit das Menü fertigzustellen. Mhm. Und da gibt es dann Fachgespräche und tralala und hin und her. War ja recht lustig. Ich meine, ich war relativ gesettelt, weil ich halt zu Hause gekocht habe und in guten Betrieben ein Praktikum machen habe dürfen. Und dann gehe ich da hin und mein Menü, das weiß ich noch, war Kalbsfilet Colbert. Als Vorspeise hat es russische Eier gegeben, also das gibt es ja heute schon lange nicht mehr, aber wurscht. Die ältere Generation weiß es wahrscheinlich noch. Und das ist sehr gebackene Apfelscheiben. Ja. Ich glaube, die habe ich dann sogar einen Bierteig machen können, das weiß ich nicht mehr sicher. Kalbsfilet Colbert, Würfelkartoffeln, Sauce d'Uxelles, Blattsalat, die Eier vorher und die machen Apfelscheibe mit Vanillesauce, glaube ich. So, jetzt gehe ich da hin, an den vorbereiteten Platz, wo man sich seine Sachen nehmen darf. Da ist kein Kalbsfilet. Kein Kalbsfilet. Ich denke mir, wie soll ich da ein Kalbsfilet machen? Wie soll das gehen? Dann sind da Schweinsfiletköpfe gelegen. Dann denke ich mir, nehme ich mir die mit, weil was soll das? Und da habe ich halt meine Sachen zusammengesucht. Und dann beim Fachgespräch kommt der Kochlehrer, also sagt der Kalbsfilet Colbert, bla bla bla, Fleisch und so. Ja, sage ich, es war ein Kalbsfiletkopf da. Der Rest ist Schweinsfilet. Also ich habe das genommen, was da ist. Wie soll ich das kennen? Ja, sage ich, es tut mir leid, aber ich habe schon dort und da gekocht und kenne die Unterschiede. Aber genau um diese Nuancen geht es dann auch immer wieder. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich einen Salat eingeweicht. Der Hund war so lätschert. Also der Salat, der ist, glaube ich, schon zwei Tage in der Sonne gestanden. Man darf den Salat nicht 5 Stunden im Wasser lassen, weil dann sind die Vitamine weg. Ja, sage ich, aber wenn ich den nicht 5 Stunden im Wasser lasse, dann muss ich ihn wegschmeißen, weil dann kann ich ihn nicht geben, weil der schaut aus wie der Komposthaufen von nebenan. Und lauter so Geschichten. Und weißt du, das sind sie einfach auch nicht gewöhnt, weil wenn man sich einer mit sowas beschäftigt und versucht, sein Handwerk zu verstehen. Ja. Und auch die feinen Nuancen zu differenzieren. Und um das geht es, glaube ich, auch bei den Bierstilen, weil zwischen Pils und Helles und Export ist ja diese Gratwanderung dünn, nämlich auch auf der Biersommelier-Seite. Das auseinander zu erkennen, das ist eine Riesenaufgabe, für mich zumindest.
Das brauche Ja, ich. das sind wir wieder bei, da sind wir wieder bei immer wieder dazulernen, nicht im Elfenbeinturm sitzen und wissen, dass man subjektiv auch mal daneben liegen kann, aber du kannst nicht alles wissen. Das ist bei uns zum Beispiel, wenn einer sagt, das weiß ich sofort, welches Bier das ist. Ne? Na, weiß ich, der schmeckt überhaupt nichts, der kann überhaupt nichts schmecken, ne? So wie er redet. Das ist so subjektiv. Ich habe zum Beispiel seit 20 Jahren eine Zahncreme, da ist bloß Myrrhe und was weiß ich was drin. Da ist kein Menthol drin. Weil ich in der Früh in die Brauerei und musste den Tank probieren, ob ich den abfüllen kann. Das kann ich aber nicht, wenn ich eine Stunde vorher meinen ganzen Mundraum mit Menthol kaputt gemacht habe, die Papillen kaputt gemacht habe, dann kann ich nicht beurteilen, ob ich ein Bier abfüllen kann oder nicht. Ne? Und dann kommt jemand zu dir, in der alte Standard, da war ja daneben eine Kneipe und dann sitzt vielleicht nach Feierabend im Biergarten, ne? Der kommt, ne? Hat einen frischen Kaugummi im Mund, trinkt mal Dunkles und sagt, das schmeckt aber heute auch irgendwie anders. Ne? Da möchtest du noch nicht scheuern. Ne? Aber das ist halt einfach, ne? Da muss man einfach wissen, auf der einen Seite, keiner ist so viel Experte, dass ihm kein Fehler oder keine Fehleinschätzung passieren kann. Aber ich muss wissen, wie ich meinen Körper vorbereite, damit ich das subjektivste Ergebnis erzielen kann. Ne? Und dann ist mehr kannst du nicht machen, plus dein Geschmackssinn, und dann musst du dich auf das verlassen, was du eben rausfindest. Oder auch mit Erfahrung eben abspeichern, die ganze Geschichte. Ganz irgendwo, kurz, ne? Der Dominik Petri sagt, und da sind wir wieder bei der Diskussion über Azubis, darum geht es doch, man muss dem Stift was beibringen, was man kann, also wenn man die Zeit dazu hat. Und das ist genau das Problem, weil wir oft die Zeit nicht haben. Und die Bierlesen sagt, deswegen ist Wissen zu teilen ein unschätzbarer Wert, vor allem wenn es um Bier geht. Wobei Wissen ist die eine Geschichte. Ich sage immer, Erfahrung ist die Mutter der Weisheit. Wobei ich das jetzt im Moment, gleichsetzen würde, ne? Dieses Wissen und Erfahrung. Ja. Also ich in die Richtung, wenn hingeht, wenn es jetzt um Azubis geht und um Ausbildung. Ja. Ne? Also das so ein bisschen das, was geht denn ab? Wie ist das zu werten oder sowas? Man muss erklären, wissen. Und dann eben auch diese Zwischentöne, das ist dann diese Erfahrung und sowas, ne? Und jetzt kriegst du mal ran. Das ist genau das, was ich zuerst gesagt habe zwischen Schweinsfilet und Kalbsfilet. Weil du das nämlich an einem Stück nicht erkennst. Das ist ungefähr so wie Pilsnermalz und Wienermalz oder wo, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also das ist, die Nuancen sind verschieden. Du siehst es im ersten Moment, siehst du es nicht auseinander, ja. Ja, du musst es schon ranriechen. Also in der Verarbeitung Wiener. Du musst Wiener greifen, und Pilsner. Du musst das fühlen, du musst es an der Farbe erkennen, du musst sagen, das ist um die Nuance dicker, das muss ein Kalb sein und das ist sicher ein Schwein. Da geht es um die Maserung, das kann man nicht erklären und das wird halt beim Malz dasselbe sein. Und das ist jetzt wieder zurück zu unserer Diskussion, Meisterzwang oder nicht. Ne? Da geht es wieder um die ganz starken Feinheiten. Kann ich ohne Meister Obhut sowas transferieren? Und wie weit degeneriert es dann ohne ständig diesen Wissenstransfer, diesen tiefen Wissenstransfer? Ne? Also da sind wir schon wieder für ein Argument, wieder für die Einführung wieder der Meisterpflicht, dass man sagt, Mensch, was geht uns denn verloren? Ne? Aber ist die Gesellschaft nicht allgemein so oberflächlich geworden? Ist das nicht so? Und je oberflächlicher das wird, desto mehr ist es egal, ob das Kalb, Schwein oder was ist. Ja, alles natürlich. Also in manchen Bereichen ist sowas nicht auf. Das war schon wieder ein Thema. Der Countdown ist schon wieder bei 39 Sekunden. Also wir sind schon wieder. Und jetzt gehe ich aber wirklich in mein Bett. Okay, dann müssen wir sie aber verabschieden. Ne? Ich sage herzlichen Dank an alle, herzlichen Dank an die, Georg. Ja.
Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn wir sie morgen wiedersehen. Danke, Nurme, danke. Es war ein toller, toller Abend. Ich hoffe, du hast es auch so empfunden. Und ich freue mich, wenn wir sie morgen wiedersehen. Alle anderen, die Stammtischler. Gesund bleiben und nicht vergessen. Super. Ich freue mich auch. Ich hoffe, es hat jedem was gebracht. Natürlich. Karl, darauf ein Bier. Na, auf die. Wir sehen uns.